Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 74 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario von Holzton TV und wie immer wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Video schauen. Wir sind... Ja, alles klar. Voll im Arsch, wie immer. Das klappt immer bei einer Ziege. Beim großen Bären, den treffen wir so nicht, aber eine Ziege im Arsch, immer. Egal wie weit weg, das klappt. So, ne, was wollte ich noch sagen? Ach so, wir sind unterwegs zu unserer Markierung, um Galdurs Amulett, unsere drei Teile zusammenfügen zu können zu einem. Ah. Ja, wie ich schon gesagt habe, vorher als sie quer stand. Nix, da fällt der Fall einfach so runter. Das machen die mit Absicht. Ah. Verstehe ich nicht. Egal. So, weiter geht's. Genießt die schöne Landschaft. Mal sehen, was das ist da. Die Steine, die da. Die Steine, die da aufgerichtet sind. Oh. Wo geht's denn hier hin? Keine Tür, kein Nix. Einfach mal so. Nur um eine Truhe zu platzieren. Nicht schlecht. Dadurch wird es nie langweilig. So, da müssen wir. Da gucken wir mal hin. Das ist nicht weit weg von unserem Weg. Oder von unserer Richtung. Eine Ork-Festung. Entschuldigung. Weil die können wir zu unseren Blutsbrüdern machen, wenn wir für die Quests erledigen. Wir wollen ja sowieso alle Quests erledigen. Ist natürlich nur hoher Anspruch, mal sehen, ob wir das schaffen. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Hätte man viel früher anfangen sollen mit dem Let's Play. Viel früher machen sollen schon. Halt! Oh. Nach dem Kodex von Malakath gehört diese Festung den Orks. Ich will sie gar nicht haben. Fremde sind hier unerwünscht. Ich will doch deine Festung nicht. Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakath es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ork und kein Blutsverwandter, also bleibt draußen. Wir helfen nur unser eins. So. Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört. Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch schlimmer. Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt. Finger. Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orks zu sein. Oh, das machen wir. Das machen wir. Wir werden sehen. So. Was ist da vorne? Ah, Füchschen. Oder Zwergenturm. Oder Fahrstuhlschacht, oder? Oh, nee. Der hat sich den Fuchs geholt.
Arme Fuchs. Da ist Höhle. Da ist die Höhle, wo wir hin müssen. Das hier ist kein Fahrstuhl. Kein Fahrstuhl. Hätte ja sein können. Was? Jo, was, Schatzi? Schönes sehen. Truhe. Auch wieder Seelenstein bei. Also wird ein bisschen die Sicht heute. Wieder weg. Die Amulett-Quest fertig machen. Na ihr. Wow. Na das nenne ich doch mal vernünftig getroffen, ey. Wo? Oh. Aber nicht in den Arsch. So, wo ist Siege? Kein Seelenstein ist groß genug. Was ist das für eine Ziege? Oder war das gar keine? Doch. Keine passenden Seelensteine mehr. Zwei, wir haben nur drei geschossen. Ah. Immer schön von Vorsprung zu Vorsprung. Das ist immer wichtig. Dicht an der Felswand lang, da passiert euch ja nichts. Ziege, da ist die dritte Ziege. Cool. Unsere Höhle ist da. Hinterm Wasserfall oder was? Geht doch noch. Oh, doch. Ich dachte, der erste geht noch nur in den zuerst getroffenen mit rein. Dann ist er gut. Da ist unsere Höhle. Ich dachte, wir waren schon fast da.
Da ist der Eingang, da ist die Höhle oder was? Oder? Hä? Stehe ich schon über dem Eingang? Wasserwindfelsen. Wo ist denn der Eingang? Da wahrscheinlich. Da haben wir aber wieder. Hinterm Wasserfall der Eingang. Raffiniert. Sind ja raffiniert. Fängt schon gut an. Ja. Entschuldigung. Ja, Fisch und Schlange waren das. Ach, guck mal da. Gleich vier Türen auf einmal. Das ist ja praktisch. Ich rieche Blut. Oh. Liegt irgendwo einer rum oder was? Keine Skelettsärge. Raus, oder? So. Bär, Fisch, Schlange. Bär ist schon. Mal ein bisschen das Anvisieren ist immer. Geht nicht. Keine Smartdruckklaue. Dann probiere ich die. Ja, die probiere ich dann. Aber da können Sie mal, oder ich kann froh sein, dass zwischendurch nicht Briesenheim war und die schon in eine Truhe gepackt habe, wenn das jetzt die passende ist. Aber welche soll es sonst sein? Vogel, Kranich. Ja.
Jedenfalls das, was ich Kranich nenne. Wenn es denn die Elfen bei Drachenklaue ist. Jo. Gut. Ich dachte schon, ich muss zurück zu Briesenheim noch eine holen. Oh, die kann man ja auch noch alle gleichzeitig mitschleppen, oder? Das war wirklich Glückssache. Wasserwindfelsen. Auch ein interessanter Name für einen Dungeon. Sind wir schon. Hier kommen dann auch Skelette oder Draws oder sowas kommt noch hier. Und sowas war das, ja. Und dann alle drei Söhne kommen. Stürme ich mal hier hin. Ich habe das schöne Blickfeld habe. Nee. Die sind es nicht. Habe ich was vergessen? Nee, die liegen alle da. Warum ist denn da? Aha, den musst du erst anschießen. Blöd ist gerade das Licht, ich sehe ja nichts. Da ist ja noch einer. Flatsch. Ist der das oder was? Dreifacher Schaden. Trotzdem rennt er noch rum. Das ist der echte. Jo, das ist der echte. Vater. Das war der Magier. Da haben die Söhne vorher schon alle weggehört. Ich habe nicht drauf geachtet. Das Amulett erstmal kennzeichnen. Der auch mit in die Truhe dann in die Relikt-Truhe. Ja. Unsere Kumpels hier sammeln.
nicht da hinten raus? Ich hatte immer irgendwie in Erinnerung. Es muss da irgendwo hoch oder so, aber da hoch kann man ja gar nicht. Das war ein anderer Dungeon dann wahrscheinlich. Hab ich mal verwechselt. Dann müssen wir wieder da zurück, wo wir hergekommen sind. Wasser wie Felsen. Dann können wir raus. Müssten wir alles gesammelt haben, was wir sammeln könnten. Oh. Schwert im Stein. Der Excalibur nachgemacht oder was? Runter. Da geht's hoch. Da brauchen wir gerade das kennen. Nee, da geht's nicht raus. Zurück. Dann waren das im Endeffekt nur die 5 Tore jetzt hintereinander mit 2 verschiedenen Drachenklauen. Ja. Okay. Gut, reicht ja auch. Man muss ja nicht unnötig eine Länge ziehen immer. Schon immer froh, dass mein Bogen so schön hier schon so gut geskillt ist. Sonst ziehen sich die Kämpfe ja unnötig hin. Das machen wir dann in anderen Folge weiter. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holz und TV.